Hallo, meine lieben Freunde, und schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Und bitte entschuldigt, dass sozusagen wieder Zeit von meinem letzten bis zum jetzigen Video vergangen ist. Es gab sozusagen böse und widrige Umstände, die verhindert haben, dass Filme online gehen. Ich werde mich heute auch in einer Ermahnung oder eines Gedanken enthalten. Einfach aus dem Grund, ich bin immer noch aufgewühlt und verwirrt, sozusagen in einer Situation so zusammengewürfelt. Und das Problem ist, denke ich, dass dann meistens nicht Gutes dabei herauskommt. Und vielleicht ist das ja schon ein bisschen moralischer Gedanke, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich sozusagen mit der ganzen Geschichte nicht im Reinen und deshalb spreche ich auch darüber nicht. Und heute geht es darüber, wie schlecht kann ich eigentlich wirklich fliegen? Und dazu habe ich mir natürlich eine richtige Herausforderung ausgesucht. Wir haben hier eine Piz, der Herr Curtis Pitts Curtis hat dieses Flugzeug 1942 entwickelt. Die Pitts Special S1S hat ihren Erstflug 1945 bekommen. Und jetzt mal ganz ehrlich, sieht man, dass dieses Flugzeug entwicklungstechnisch vor dem Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, erfunden, entwickelt, die Idee sozusagen entstanden ist. Ich finde, diese Kiste sieht so hochmodern, so wunderschön aus. Und es ist nicht ohne Grund zu einem Doppeldecker-Design gekommen. Das hat auch seine Vorteile. Es hat Nachteile, doppelter Stirnwiderstand, mindestens doppelter Stirnwiderstand. Durch die beiden Tragflächen ergibt sich hier dazwischen so ein Trompeteneffekt oder Düseneffekt. Ich weiß nicht, ob das sogar das gleiche ist. Ich muss das mal noch lernen für mich. Jedenfalls durch die beiden Flügel hier entsteht ja sozusagen so eine Geschichte wie bei der Düse auch. Oder dieser Kühlring, der um Sternmotor, Venturi-Ring, glaube ich, nennt man das. Bei den Vergasern oben dieser Einlass. Das ist immer diese gleiche Geschichte mit den Wölbungen und so weiter. Also hier zwischen den Tragflächen passiert was. Das ist aber im Prinzip nicht, worum es geht, sondern es geht eigentlich darum, ich habe eine Fläche oben, ich habe eine Fläche unten, ich habe sozusagen den perfekten Mitteldecker. In dem Sinn, weil der Schwerpunkt sich natürlich aus oben und unten ergibt. Die Tragflügel sind fast gleich groß. Der Unterschied ist nicht groß genug, als dass der Schwerpunkt jetzt massiv nach oben wandert. Ich habe den Schwerpunkt sozusagen sehr nah bei der Drehachse des Propellers, bei der Drehachse des Flugzeuges. Und damit ergeben sich viele positive Geschichten, was den Kunstflug betrifft. Natürlich aber auch negative Geschichten, was das stinknormale, einfache Fliegen betrifft. Und es ist halt hier tatsächlich so, dass das Flugzeug ein sehr kippliges Flugzeug ist. Ich sage ganz gerne, das ist eine Kunstflugzicke. Das ist mein Lieblingsbegriff für eben dieses Flugzeug. Edge und wie sie alle heißen, Extra und so weiter, sind sehr, sehr viel ruhiger und sehr viel gelassener zu fliegen. Die hochmodernen Kunstflugzeuge sind auch deutlich besser als jetzt eine Pitts, aber die Pitts hat in den 70er Jahren den Kunstflughimmel ganz, ganz stark luminiert. Davon, also nicht von der Pitts S1, sondern ich glaube einfach alle Pitts es ging nur um die S2A. Wir fliegen hier die S2A und die ist ein kleines bisschen größer geworden als die Pitts S1. Und später hat sie dann auch einen deutlich stärkeren Motor bekommen, die Pitts S1S. Oder die Pitts S1, nennen wir sie einfach nur S1,
hat damals einen sage und schreibe 56 starken PS starken Motor gehabt. Und wir sind hier bei dieser Version, bei der S2S, bei 203 PS. Und die Firma Aviate, die nach wie vor Pits Special baut, und zwar die S2 zweisitzig, die hat ein etwas längeres Cockpit. Und natürlich glaube ich auch, dass der Rumpf ein kleines bisschen länger ist, aber ich kann das jetzt nicht vergleichen, ich weiß es nicht. Ja, es wurden von der hier, wie wir sie haben, ungefähr 700 Stück gebaut. Man bekommt von der S1 sowohl als auch der S2 zweisitzige Variante und. Nach wie vor Baupläne. Die S1 wird aber komplett gar nicht mehr gebaut. Der Herr Curtis ist 2005 verstorben. Wie lange er das Geschäft geführt hat, weiß ich nicht. Ist mir alles unbekannt. Ich weiß auch nicht, ob die Firma Aviate von ihm entstanden ist. Darüber können wir später mal gerne in einem anderen Video drauf eingehen. Hier und jetzt geht es darum, ich nehme die Herausforderung, dieses kippelige Flugzeug zu fliegen, einfach an. Und alle, die einen wunderschönen Flug sehen, ausschalten. Alle, die Perfektion sehen, ausschalten. Kann ich einfach nur sagen, weil es wird weder perfekt, es wird weder schön. Dieses Flugzeug ist schwer zu fliegen. Es macht unwahrscheinlich Spaß. Es ist eine gewisse Herausforderung, was ich natürlich garantieren kann, dass ich damit landen kann, und zwar heile. Das geht, ja, ist aber wie gesagt sehr, sehr schwierig und auch eine Herausforderung. Starten ist auch eine Herausforderung. Eigentlich ist es am besten immer noch, wenn man in der Luft ist. Aber irgendwann ist der Tank leer und das werden wir hier auch erleben. Der Tank wird nicht lange reichen. Zumal wir Kunstflug mit sehr viel Vollgaspassagen fliegen. Ja, zum Modell selbst. Achso, erstmal noch ein paar technische Daten. Wir haben hier bei der S2S 6 Meter und 10 Spannweite. Wir haben 5 Meter 41 Rumpflänge mit Spinner. Das ist wirklich von ganz vorne bis nachher ganz hinten gemessen. Die Höhe weiß ich jetzt gar nicht, aber ist auch relativ unwesentlich. Ich glaube, die lag irgendwie bei nicht ganz 2 Meter, 1 Meter 89 oder so. Wir haben ein Licht. Leergewicht von 545, nee, 454, nee, 445 Kilo. 400. 454, irgendwas in dem Dreh. Also 450 Kilo, sagen wir mal roundabout. Vorher sind wir bei nicht ganz 700 Kilo. Variiert natürlich von Pilot zu Pilot. Ja, natürlich Flüssigkeiten, Sprit drin und so weiter. Der Motor ist ein Vierzylinder-Boxermotor von der Firma Lycoming mit, wie gesagt, 203 PS, 6 Liter Hubraum. Das Flugzeug ist in herkömmlicher Gemischtbauweise. Wir haben einen Stahlrohrrumpf, der im Prinzip hier hinten am Rücken habe ich eine beplankte Oberfläche. Die Ruder sind alle im Prinzip Stahlrohr flach gebaut. Also wir haben hier oben die Konturen, das sind Stahlrohre. Wir haben zwischendrin die Rohre im Prinzip längs verschweißt. Und das Ganze wird nicht verjüngt oder sonst was. Diese Leitwerke sind vorne wie hinten gleich. Da ist nichts beschönigt sozusagen. Ähnlich wird es auch bei einer Piper Cub gebaut und so weiter und so fort. Die werden komplett stoffbespannt. Deshalb sieht das hier auch relativ cool aus, der Übergang. Wobei natürlich der Rumpfrücken hier irgendwann aufhört, damit ich dann sozusagen tatsächlich die Möglichkeit habe, hier diese schöne Kontur ohne Bleche hinzubekommen, sondern tatsächlich ist diese Kontur einfach nur der Bespannung zu verdanken. Damit ich aber einen schönen runden Rumpfrücken bekomme, muss ich das natürlich hier mit Sperrholz beplanken. Im vorderen Bereich haben wir hier Alubleche, die für die tolle Rundung sorgen und für, ja, eine optische Schönheit.
Und natürlich ist auch die Haube eine Blechhaube, wobei ich auch schon gehört und gesehen habe, dass moderne Pits in dem Bereich aus Kohlefaser gebaut werden. Die sparen dann einfach ein paar Gramm hier und da weg. Da die Pits ja sehr, sehr oft in Eigenbau in irgendwelchen Garagen entsteht, gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche. Es gibt mit geradem Leitwerk, also das hier sozusagen abgekantet ist an der Seite auch oben. Es gibt gerade Flügelenden, es gibt sichelförmige Flügelenden. Also da ist den Erbauern im Prinzip, ja, steht da eine Welt offen, die einfach ganz fantastisch ist. Wir haben hier übrigens eine ganz, ganz typische Kunstflugzeugbemalung oder ja Outfit, wie wir das aus den 70er Jahren kennen. Hier haben wir die wunderschönen Sonnenstrahlen, aber wenn wir jetzt unter den Flügel gucken, können wir hier sehen, dass wir ein Karo-Muster haben. Das hat man damals gemacht, um eben oben von unten zu unterscheiden. Es ist einerseits cool, aber es hat wirklich in erster Linie tatsächlich den Zweck und den Sinn, damit man oben von unten unterscheiden konnte. Und so konnten auch das Publikum und die Schiedsrichter sozusagen noch viel mehr auseinandernehmen und dort Dinge in einiger Entfernung deutlich besser sehen. Ja, das Modell ist schön gebaut. Da kann man gar nicht sagen. Also das heißt, die Oberfläche ist schön. Ich kann jetzt nicht sehen, was irgendwie falsch wäre an der Pits. Es wurden auch an viele Kleinigkeiten gedacht. Hier zum Beispiel die Einbuchtungen zwischen den Rippen. Wir haben wieder Aufleimer auf den Rippen, weil die Stoffbespannung an den Rippen festgenäht wird und oben nochmal Be Verstärkung drauf geklebt, drauf geleimt, drauf gebügelt, wie auch immer. Einfach schön. Also ich mag dieses Flugzeug ja optisch sowieso sehr gerne. Ich hatte auch mal eine als Modell zu Hause, relativ klein sogar, nicht ganz einen Meter Spannweite. Leider ist sie einem Familienstreit zum Opfer gefallen und dabei beschädigt worden. Aber ich kann sie ja jetzt sozusagen im Simulator fliegen. Von außen hat sie unwahrscheinlich viele Stärken optisch, also irre schön gemacht, aber leider ist das hier, ja, wie gesagt, entweder eine Kunstflugzicke oder der Wolf im Schafspelz, wie auch immer. Könnt ihr euch aussuchen. Setzen wir uns mal kurz rein. Hier ist nichts, was jetzt irgendwie fürchterlich überrascht. Wir müssen noch dran denken, dass wir die Propeller auf höchste Drehzahl stellen. Das ist im Cold and Dark Start so nicht voreingestellt. Wir können hier keine Fenster offen machen. Es gibt einige Schalter, die sich nicht bewegen. Das ist die Pumpe. Der hier bewegt sich aber nicht. Es gibt Dinge, die nicht funktionieren. Auch die Trenner trennen nicht. Brauchen wir letztendlich nicht. Natürlich cool wäre es, wenn die Haube aufgeht, aber sie tut es nicht. Und damit da darf und müssen wir leben. Gut, dann mache ich mal den. Ich weiß gar nicht, was der andere Schalter ist. Okay, das ist der Hauptschalter. Das ist hier irgendwelche Schalter und Messgeräte, wenn ich das so richtig sehe. Also Höhenmesser und so weiter. Wobei funktioniert der mit Strom? Egal. Ja, jetzt können wir noch das Treibstoff-Umschaltventil auf den Haupttank stellen, der ist links, das ist sozusagen der Reservetank und schaut, wir haben nicht viel Sprit. So, wenn wir das erledigt haben und den Drosselhebel auf ein bisschen erhöhte Drehzahl stellen, dann können wir den Motor starten. Ich betätige die Bremsen, weil es leider keine Feststellbremsen gibt, hätte ich gerne bei allen Flugzeugen, auch wenn es im realen Leben so nicht ist. Aber es würde den Simulationspiloten natürlich erheblich das Leben erleichtern. Was ich sehr, sehr eigenartig finde, ist, ich habe nichts gefunden, wie ich das jetzt irgendwie einstellen kann, dass der Motor durchläuft. Wenn ich zu niedrig drossel, geht er einfach aus. Wird mir bestimmt heute auch einmal wenigstens passieren. Bitte seht es mir nach.
Für mich steht einfach heute der Spaß im Vordergrund. Und wie gesagt, es wird nicht schön werden, verspreche ich euch. Und alles, was euch gefällt, ist dann eher nicht mit Absicht, sondern mit Zufall. Wobei ich natürlich niemanden ärgern muss. Ne? Also nehmt es irgendwie in keinster Weise und denkt, boah, der Flieger Michel fliegt heute mit Absicht blöd, weil er wütend ist. Nein, natürlich nicht. Also das darf man wirklich von solchen Gedanken absehen. Ich bin froh, dass ihr da seid. Ich mag euch alle und ja, nur zusammen sind wir stark und nur viele sind wir gut. So ist meine Devise. Und ja, dann werde ich mal noch das Rollen ankündigen. Achso, sollte vielleicht auch noch die Avionik einschalten. Was beobachtet? Wir sind jetzt im leicht positiven Bereich. So, jetzt mache ich mal noch ein bisschen Avionik an. Jetzt bin ich schon wieder auf dem Nullpunkt. Und das ist ganz schön viel Strom, was da plötzlich ein bisschen Avionik verbraucht. Also ein paar Funkgeräte und... Aber eigenartigerweise hat es mit dem Rollenankündigen so gar nicht funktioniert. Echo Delta Sierra Tango Traffic Delta Mike Kilo 1302 is taxiing to runway 30. Okay, meine Lieblingsstartrichtung. Also wenn jemand denkt, der hat ja mit der Pitz geübt, ja, habe ich tatsächlich. Das muss man auch. Wobei, natürlich gibt es vielleicht oder wahrscheinlich jemanden von euch, der die Pits sehr viel besser und schöner fliegen kann. Aber ich habe nicht viele Videos gefunden. Ich weiß auch, dass man... hier nicht rollen darf, weil das eigentlich die Startbahn ist, aber da oben ist sehr dichtes, dickes Gras. Und deshalb erlaube ich mir mal einfach, weil ich bin ja heute der Einzige hier auf dem Feld. Ich habe ja zum Üben den Platz für mich. So, und witzig ist, der Motor geht gerade nicht aus. Aber immer das Ganze beobachten. Falls er überfettet und vielleicht doch wieder ausgeht oder mal zwischendurch ein bisschen Gas geben. Übrigens, wenn man gegen diese Landebegrenzung rollt, dann nimmt das Flugzeug Schaden. Also das ist jetzt nicht irgendwie, deshalb gucke ich immer, wo die stehen. Aber ich sehe im Moment gar keine, das ist sehr verwirrend für mich. Habt ihr gemerkt, jetzt ist der Motor langsamer geworden? Also niedriger als die 700 Umdrehung. So, da hinten sehe ich, ja, da sehe ich die Landebegrenzung auch. Und das wird schon für mich schwierig, innerhalb dieser Landebegrenzung mit dem Flugzeug zu landen. Aber ich will jetzt nicht gleich alles schlecht reden. Wir werden uns das einfach gemeinsam anschauen, was ich nun daraus mache. So, das Klickern ist, dass ich jetzt vorsichtig meine Geschwindigkeit runter... Ja, vorsichtig.
Echo Delta Sierra Tango Traffic Delta Mike Kilo 1302 taking off runway 12 departing straight out. Also ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zugehört, nämlich ich soll zu Piste 30 rollen. Jetzt startet er auf Piste 12, ist natürlich nicht richtig. Wir starten von Piste 30, aber... So, dann werden wir jetzt starten. Und immer schön das Drehmoment im Auge behalten, und das Flugzeug möchte gerne ausbrechen, das werden wir ihm nicht erlauben. So, durch leichtes Ziehen kommen wir auch vom Rasen weg. So, das bin ich gerade nicht. Ich habe den Hebel nicht in der Hand. Wir haben ein bisschen Wind. Ich drossel die Drehzahl ein kleines bisschen. Das heißt, die Leistung bleibt die gleiche, aber ich drossel die Drehzahl auf 2500. Weil ich war eben im roten Bereich für eine kurze Zeit, aber für lange Zeit soll man das verhindern. Auch bei Kunstflugzeugen, bei denen man die Leistung braucht, möchte man natürlich nicht alle paar Wochen einen neuen Motor kaufen. So, jetzt fliegen wir eine ganz normale, schlichte Platzrunde erstmal, um uns an das Flugzeug zu gewöhnen. Und vielleicht noch ein bisschen zu trimmen. Dann gucken wir jetzt mal von außen, wenn es einfach nur schön daherfliegt. So sieht es ja schön aus, kann man überhaupt nicht sagen. Also jetzt sieht man auch noch nicht die Kunstflugzicke. Ein paar schicke Bilder noch machen von dem schicken Flugzeug. So, natürlich kommt jetzt die nächste Linkskurve. Und für alle, die gern Musik mögen, jetzt geht's los.
So, ihr habt schon gemerkt, es ist wieder eine übliche Platzrunde. Ein bisschen weiter ausgeholt. Ich habe den Motor schon gedrosselt, die Musik ist gedrosselt. Nein, ist aus. Aber klingt doch gut, oder? Ja, der Treibstoff neigt sich auch dem Ende zu. Und ich möchte nicht mit komplett leerem Tank landen oder dass der Motor sogar gar ausgeht. Das möchte niemand, auch bei einer Piz nicht. Und der Gestalt habe ich das kurze Programm jetzt natürlich unterbrochen. Ich habe keinen super schönen Kunstflug vorgeführt. Aber bisher seht ihr auch, die Piz ist beherrschbar, aber sie ist halt nicht einfach, nicht gemütlich, nicht entspannt. Also es ist kein Reiseflugzeug. Es ist ein reines Sportgerät. Natürlich fliegen die Piloten zu ihren Veranstaltungen auch mit den Piz hin. Ich weiß auch gar nicht, wie die Piz von der Freundlichkeit der Zerlegung her gemacht ist. Modellbauer müssen sie auch zerlegen. Ich denke schon, dass man die Tragflächen abbekommt und man das Flugzeug auf einem kleinen Anhänger transportieren kann. Also ich würde sagen, da reicht ein Pkw-Anhänger. Es muss nur groß genug sein, dass alles gut reinpasst. Das, denke ich, wird nicht das Problem sein. Ich weiß halt nicht, wie es zusammen und auseinandergenommen wird. Und die wenigen Male, ich habe Piz schon häufig gesehen in meinem Leben, aber wenn ich sie gesehen habe, dann sind sie immer sozusagen an ihr Zielort geflogen. Ja, jetzt dürft ihr mir natürlich gerne noch ein bisschen das Däumchen drücken, dass die Landung mir auch gelingt. Der Start war ja gar nicht so schlecht am heutigen Tag. Aber nein, ich möchte eigentlich nicht, dass ihr mir Daumen drückt. Ich möchte es eigentlich können. Aber sollte irgendwas schief gehen, ich habe noch Treibstoff genug für mindestens einmal durchstarten. Und das sollte man auch immer berücksichtigen, wenn man so Faxen macht, dass man den Tank nicht zu leer macht. Jetzt gilt es natürlich auch, eine ziemlich coole Geschwindigkeit zu treffen. Einmal, damit sie eben nicht zu schnell ist und nicht durch die Gegend hopst, weil sie zu schnell ist. Aber anders hopst sie auch gern, wenn sie zu langsam ist. Ja, eine Piz möchte geflogen werden. So, Knüppel durchgezogen bis zum Bauch und jetzt noch ein bisschen bremsen. Jetzt habt ihr auch gesehen, dass man auch eine Piz gut landen kann, aber wie gesagt, die Piz ist und bleibt eine kleine Zicke. Und ich musste auch tatsächlich, ich habe keine einzige Bruchlandung gemacht, das muss ich dazu sagen, aber ich habe einige Landungen ganz schön gehopst, mit viel Schräglage, die ich im letzten Moment dann ausgeglichen habe, damit die Flügel nicht, die Tragflächen eben nicht auf den Boden aufditschen. Und ihr seht, ich habe mich so konzentriert, dass ich wieder vergessen habe zu funken, dass ich landen möchte. Ich hoffe, dass es trotz meiner Fehler euch gefallen hat zuzuschauen. Und
Seht ihr, jetzt wollte sie ausgehen wieder. Hab falsch rumgedreht, Entschuldigung. So, das war dann mein Flug mit der Rennzicke. Ja, das werde ich auch schreiben. So wird der Titel, glaube ich, sein von der Überschrift, von dem Vorschaubild. Mein Flug mit der Rennzicke. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Und ich habe gedacht, ich werde mal als Vergleich tatsächlich dann nicht die Kunstflugzicke, sondern so eine Pitz-Rennzicke hier auf demselben Feld nehmen. Und natürlich wird es da jetzt kein großes dann wie was, Pitz und so weiter und so fort. Ja, ich freue mich auf das nächste Video. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und wie gesagt, es wird dieser Vergleich zwischen verschiedenen Pitzes geben. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und wie immer, Ade, euer Flieger Michael.